Nach dem Ersten Weltkrieg fängt Deutschland noch einmal von vorne an. Als Demokratie. Die Weimarer Zeit, die 20er Jahre. Charleston und Bubikopf, Tempo und Dekadenz. Die goldenen 20er. Doch es zeigt sich, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. August 1919. Werbung für Ebert und Scheidemann, beide SPD. Bei den Wahlen zur Nationalversammlung erhalten die demokratischen Parteien der Mitte 2/3 der Stimmen. Die Versammlung verabschiedet eine Verfassung für Deutschland, für die Weimarer Republik, wie sie wegen ihres Gründungsortes künftig genannt wird. Das Regierungsbündnis aus SPD, dem christlichen Zentrum und den Liberalen hat die Mehrheit und wird die Weimarer Republik lange Jahre prägen. Reichspräsident ist der Sozialdemokrat Friedrich Ebert. Genau 2 Monate später wird in München wieder gefeiert. Das Oktoberfest mit echtem Schublattler und noch ganz ohne Touristen. Gut möglich, dass sich auch Adolf Hitler in der Masse unter den Festbesuchern befindet. Seine Gasverletzung aus dem Schützengraben ist ausgeheilt. Er hat sein Interesse für antisemitische und rassistische Politik entdeckt. Diese Szene wäre ihm ein Gräuel. US-Soldaten auf der Siegerseite und dazu noch farbige. Wie viele ist er nicht bereit, die deutsche Niederlage zu akzeptieren und empfindet die Bedingungen des Friedensvertrages als Lokomotiven für die USA. Reparationsleistungen in Naturalien. Der Reisekaiser Wilhelm II. Wird sein Exil in Holland nicht mehr verlassen. Er und sein Großvater werden vom Sockel gestoßen. Jubel in Straßburg und Metz. Elsaß-Lothringen ist wieder mit Frankreich vereint. Deutschland musste die alleinige Kriegsschuld auf sich nehmen. Und auf das 1872 annektierte Elsaß-Lothringen verzichten. Ebenso auf alle Kolonien, auf Westpreußen und das Memelland. Danzig wird freie Stadt und Ostpreußen mit Königsberg zur Enklave. Nach Volksabstimmungen gehen noch weitere Grenzgebiete verloren. Im östlichen Schlesien entscheidet man sich für Polen, Eupen-Malmedie geht an Belgien und Nordschleswig an Dänemark. Am schwersten wiegen die Milliarden von Goldmark an Reparationen. Die Rechte läuft Sturm. Im März 1920 besetzen Freikorps-Truppen das Berliner Regierungsviertel. Der rechtsradikale Wolfgang Kapp erklärt sich zum Kanzler und die Regierung für abgesetzt. Viele Offiziere schließen sich dem Aufstand an. Die Heeresleitung verweigert der Regierung jede Unterstützung. Die Begründung? Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. In Wahrheit ist ein Großteil der Staatsbediensteten noch der alten Ordnung verbunden und hasst die Republik. Die Demokraten besinnen sich auf ein altes Schlagwort aus der Frühzeit der Sozialdemokratie. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Die Gewerkschaften rufen zum Generalstreik auf. Berlin wird zur Geisterstadt. Der passive Widerstand hat Erfolg. Selbst die Beamtenschaft verweigert den militanten Rechten die Zusammenarbeit. Der Kapp-Putsch bricht zusammen. Kapp flieht ins Ausland. Die junge Demokratie ist gerettet. Fürs Erste. Freie Fahrt für freie Bürger. Alle Durchfahrten des Brandenburger Tores stehen für den Verkehr zur Verfügung. Vorbei die Zeit, als das mittlere Tor dem Kaiser vorbehalten war. Doch verstehen die Bürger der Republik ihre Freiheit zu nutzen? Erst einmal haben sie genug von Politik. Der Film, die neue Lichtspielkunst, ist dazu geschaffen, seine Zuschauer in andere Welten zu versetzen. Dreharbeiten mit den Stars Henny Porten und Emil Jannings. Anna Boleyn. Unter der Regie von Ernst Lubitsch. Der düstere Stummfilm Nosferatu von Murnau läuft gerade in den Kinos. Die Sinfonie des Grauens ist ein expressionistischer Albtraum und entspricht der Bedrohung, die in der Luft liegt. Eine gefährliche Theorie aus der rechten Ecke breitet sich aus. Die Politiker, hier Reichspräsident Ebert, seien schuld am Unglück des Landes. Sie haben dem im Feld unbesiegten Heer einen Dolch in den Rücken gestoßen, als sie die Schande von Versailles unterschrieben. In Wirklichkeit haben die Militärs angesichts ihrer Niederlage die Politiker an den Verhandlungstisch gedrängt. Die Alliierten hatten sich geweigert, mit Repräsentanten der alten Ordnung zu verhandeln.
französisches Militär. Mittlerweile, 5 Jahre nach Kriegsende, ist Deutschland pleite und mit den Zahlungen im Rückstand. Als Druckmittel besetzen Franzosen und Belgier 1923 das Rheinland. Die Bevölkerung reagiert mit passivem Widerstand, Streiks, Sabotage. Als die Franzosen Fabriken und Zechen besetzen, kommt es zu Ausschreitungen im Ruhrgebiet. Die Besatzer schlagen zurück. Es gibt Tote. Der Ruhrkampf hat seine Märtyrer. Der Ruhrkampf verschärft die wirtschaftliche Krise noch. Die Inflation bringt Millionen in Existenznot. Hier kommt der Lohn in Säcken. Am 8.1.1923 kostet ein Laib Brot 105 Milliarden Mark. Bald ist das Geld nicht mehr das Papier wert, auf dem es gedruckt ist. Man geht zur Tauschwirtschaft über. Am Staatstheater in Berlin hängt ein Zettel: Platz im Rang, ein Ei. Logenplatz, 1 Pfund Butter. Unzählige Menschen sind ruiniert. Geschäfte gehen bankrott, besonders der Mittelstand verelendet. Andere nutzen die Gunst der Stunde. Durch Spekulation erwerben sie in kurzer Zeit unglaubliche Summen oder vermehren ihr Vermögen. Verlierer sind Lohn- und Gehaltsempfänger, die mit wertlosem Papier bezahlt werden. Mühsam hält die Polizei die Ordnung aufrecht. Die Inflation ist seitdem ein deutsches Trauma. Aus Protest gegen die harten Bedingungen von Versailles ziehen sich die Amerikaner aus dem Ruhrgebiet zurück. Angesichts der kommunistischen Gefahr aus dem Osten wünschen sie stabile Verhältnisse im besiegten Deutschland, keine Kämpfe zwischen den extremen Kräften. Doch genau die breiten sich aus. In Hamburg und in Sachsen kommt es zu kommunistischen Aufständen, finanziell und logistisch unterstützt von der Sowjetunion. Die Regierung an der Spitze Sozialdemokraten lässt Reichswehr und Freikorps auf die Genossen schießen. Das treibt so manchen Parteifreund in die Arme der KPD. Die Macht der Freikorps als einzige Stütze des Staates wiederum stärkt die militanten Rechten. Eine Spirale der Gewalt. Die junge Republik droht, zwischen den Extremen aufgerieben zu werden. In München erklärt Adolf Hitler, mittlerweile Vorsitzender der NSDAP, die Regierung für abgesetzt. Doch diesmal bleiben große Teile der Reichswehr loyal. Hitlers hochrangige Kumpane sagen sich in letzter Minute von ihm los. Mit seinen restlichen Anhängern marschiert er durch die Münchner Innenstadt. Vor der Feldherrnhalle müssen die Putschisten im Kugelhagel regierungstreuer Truppen kapitulieren. Die Republik ist noch einmal davongekommen. Zum Jahreswechsel 1924 ein weiteres Wunder. Die Wirtschaft erholt sich. Durch Aufbauhilfen der USA und durch die Einführung der Rentenmark unter Stresemann. Resolut beendet der Kanzler auch den Ruhrkampf. Der Vorsitzende der Deutschen Volkspartei prägt die Zeit. Erst als Kanzler, dann als Außenminister. Die Ära Stresemann, eine Atempause nach all den Krisenjahren. Die Ruhe vor dem Sturm. Tanzvergnügen zwischen zwei Kriegen. Grenzüberschreitende Geschäfte. Die Deutsche ist eng mit der französischen Bekleidungsindustrie verflochten und zieht die ganze Welt an. Es geht vorwärts in der Weimarer Republik. Ein zweites deutsches Wirtschaftswunder. Es gibt wieder Arbeit. Die Ford-Werke in Köln. Nach dem Vorbild der USA gehen viele Unternehmen zur Fließbandproduktion über. In kurzer Zeit ist Deutschland nach den Staaten die zweitgrößte Industrienation. Die Leipziger Messe knüpft an alte Traditionen an und ist das wichtigste Handelszentrum Deutschlands. Auch die junge Union der Sowjetrepubliken zeigt sich von ihrer besten Seite: Kaviar und Kunsthandwerk. Eine zivile Luftfahrt wird aufgebaut. Junkers hat die Produktion von Kriegsgerät eingestellt und einen guten Namen in der ganzen Welt. Flug über die Messestadt. Moment, ich muss noch schnell ein Telegramm aufgeben. Time is money, neuerdings.
Das macht manche nervös. Die Entwicklung der Elektronenröhre durch amerikanische und deutsche Wissenschaftler revolutioniert die Rundfunk- und Fernmeldetechnik. Radio und Telefon werden zu Massenmedien. Zeitungs- und Kameraleute sind der Prominenz auf den Fersen. Chaplin auf Deutschlandreise. Gerade läuft sein stummer Film Goldrausch in den Lichtspielhäusern. In 15 Jahren wird er sich in dem Tonfilm Der große Diktator über Adolf Hitler lustig machen. Um den ist es etwas ruhiger geworden. Er sitzt wegen seines Putsches in Festungshaft, wo er ein Buch schreibt. Mein Kampf. Kampflos ergibt sich das Publikum der Ballerina Anna Pawlowa, die Abend für Abend stirbt. Als Schwan. Unter den Linden die Mastinguett, eine gefeierte Varieté-Künstlerin. Zwei weitere Botschafter Frankreichs, Premierminister Laval und Außenminister Aristide Briand. Sie möchten Deutschland die Hand zur Versöhnung reichen. In Stresemann finden sie einen Verhandlungspartner und Geistesverwandten. Die drei Politiker empfinden national und sind dennoch Demokraten. Im schweizerischen Locarno, auf neutralem Gebiet. Hier vertritt Außenminister Stresemann Deutschland bei der wichtigsten Konferenz nach dem Krieg. Es geht hauptsächlich um die endgültige Festlegung der Reichsgrenzen. Während einer Dampferfahrt auf dem Lago Maggiore einigen sich die Parteien. Deutschland verzichtet im Westen auf Elsass-Lothringen. Über die Ostgrenzen soll endgültig ein internationales Gericht entscheiden. Damit ist die Voraussetzung für die Räumung des Ruhrgebiets geschaffen. Die Franzosen rücken ab. Ob Fifi wohl auch mit darf? Erstmal muss Herrchen einem Kameraden den Helm zurechtrücken. Über dem deutschen Eck weht wieder die deutsche Fahne. Die Polizei allein ist für Recht und Ordnung zuständig, denn das Rheinland ist entmilitarisiert. Hier im Westen dürfen keine deutschen Truppen stationiert sein, bis Hitler das Abkommen bricht. Einträchtig flattert Schwarz-Rot-Gold auch zwischen den Fahnen der anderen Nationen über dem Genfer See. Außenminister Stresemann spricht vor dem Völkerbund, eine Art Vorläufer der Vereinten Nationen. In Genf wird Deutschland erstmals nicht mehr als Gegner, sondern als Partner angesehen. Der Deutsche und sein französischer Kollege Briand setzen sich mit allen Kräften für die Aussöhnung ein. Grund zum Feiern. Man tanzt Charleston. Das ist die allerneueste Mode. Eine wahre Charleston-Epidemie bricht aus. Und dessen Königin ist Josephine Baker. Das möchten auch die Deutschen können. Ein Lehrfilm zeigt, wie es geht. Zum besseren Verständnis auch in einer neuen filmischen Technik, in Zeitlupe. ...1925. Reichspräsident Friedrich Ebert ist gestorben. Die wichtigste Säule der wenig gefestigten Demokratie. Die Wahl des Nachfolgers. Jede Partei will ihren Mann in die Spitze bringen. Laut Weimarer Verfassung ist der Präsident der wichtigste Mann im Staat, mit weitreichenden Befugnissen. So ist es gewollt, um der Vielfalt der Splitterparteien etwas entgegenzusetzen. Die Linke ist zerstritten. Die Kommunisten stellen Ernst Thälmann auf. Die Rechtsparteien einigen sich auf einen Kandidaten, der auch prompt gewinnt. Paul von Hindenburg. Ein Monarchist als Oberhaupt der Republik. Die Deutschen haben sich einen Ersatzkaiser gewählt. Ein Symbol längst vergangener Größe. Ein Blick nach Holland. Die Kaiserfahne über Schloss Dorn, dem Exil des ehemaligen deutschen Herrschers.
Ohne dessen Zustimmung will Hindenburg sein Amt nicht antreten, heißt es. Wilhelm II., der so oft fotografierte, ist mittlerweile ein wenig kamerascheu geworden. Ein Spaziergang am Meer mit dem verbliebenen Hofstaat. Der Ex-Kaiser soll dem getreuen Vasallen seinen Segen gegeben haben. Nach diesem monarchistischen Ausflug wird Hindenburg, wie die Geschichte zeigt, erstaunlich loyal zur Republik stehen. Der greise Generalfeldmarschall tritt sein Amt unter Jubel an. Die Deutschen scheinen sich nur noch daran zu erinnern, dass er die Schlacht vor Tannenberg gewonnen und nicht, dass das Militär den Krieg verloren und den Frieden hinausgezögert hat. Welten trennen den alten Militär von seinem Außenminister Stresemann, hier mit Aristide Briand als Vorsitzender des Völkerbundrates, eine Art Vorläufer des Weltsicherheitsrates. Für ihre Verdienste um die Aussöhnung der beiden Nationen erhalten der deutsche und der französische Außenminister gemeinsam den Friedensnobelpreis. Unterdessen hetzt die Rechte weiter gegen die Demokraten und ihre Schwatzbude, den Reichstag. Hitler hat Redeverbot, darf nur in geschlossenen Veranstaltungen sprechen. Die Republik scheint fest im Sattel zu sitzen. Wirklich ernst nimmt man ihn nicht. Auch er selbst, hier in München, wirkt noch nicht so selbstsicher, wie man ihn kennt. In die Hauptstadt traut er sich noch nicht und schickt Josef Goebbels als Gauleiter nach Berlin, um den Boden zu bereiten. Allgemein ist der Glaube verbreitet, der Demokratie drohe die größte Gefahr von links. Und tatsächlich sind die Kommunisten gut organisiert und beherrschen die Straße. Selbst die Kleinsten trippeln uniform in Reih und Glied. Ernst Thälmann protestiert gegen die Wiederaufrüstung der kapitalistischen Staaten. Was soll das geschlagene Deutschland mit Panzerkreuzern, wenn die Menschen nicht genug zu essen haben? Doch die Mehrheit hält die Kommunisten lediglich für Vasallen der Sowjetunion. Die Schattenseiten der goldenen 20er. Das Militär sammelt Kleidung für Bedürftige. Die sogenannte Winterhilfe. Die andere Seite. Kriegsgewinnler, Nutznießer, Privilegierte und Spekulanten lassen es sich gut gehen. Grenzenloser Konsum, Leben aus dem Vollen, Tanz auf dem Vulkan. Das Publikum verneigt sich vor Hugo Eckener. Der Luftschiffer hat seinen Zeppelin gerade über den Atlantik gesteuert und steht noch ganz unter dem Bann der Reise. Es war eine Fahrt von unvergesslichem Zauber. Im segenden hohen Wellen und schwerer Regen trieb in die Gondel hinein. Mitternacht schimmerten von Norden die ersten Küstenfeuer zu uns vorüber. Um 4 Uhr überflogen wir das schlafende Boston und um 7 Uhr lagen wir vor dem Hafen von New York. Der Ozean war überquert in genau 70 Stunden. Der eiserne Gustav hat für seine Reise etwas länger gebraucht. Der Berliner Droschkenkutscher ist mit Pferd und Wagen bis nach Paris und zurückgekommen. Die Masse sieht ihn als Kritiker der hemmungslosen Motorisierung. Gustav wird von der Filmschauspielerin Henny Porten geküsst. Er bekommt an die 100 Heiratsanträge und vom Magistrat ein ordentliches deutsches Eisbein zur Begrüßung. Charles Lindbergh überquert 1927 als erster den Ozean im Alleinflug. Der Amerikaner ist übrigens ein Bewunderer Hitlers. Auch eine Einzelkämpferin und Tochter eines Hitlerfreundes,
Nach ihrer sensationellen Erdumrundung per Automobil wird Klerenore Stinnes auf der Avus begrüßt. Sie ist die Tochter des Großindustriellen Hugo Stinnes, früher großzügiger Unterstützer der Freikorps und neuerdings der NSDAP. In den 20er Jahren wird Fußball zum Breitensport. Hertha BSC gegen den 1. FC Nürnberg. Die Franken kriegen den Pokal. Hertha wird 1930 und 31 deutscher Meister. Sport wird zum Massenereignis. Live im Radio kommentiert. Publikumsrenner ist der Radsport. 6-Tage-Rennen. 13 Teams aus jeweils einem motorisierten Steher und einem Radfahrer, der ihm auf den Fersen ist. ...1928 gewinnt Max Schmeling im Sportpalast nach Punkten gegen Franz Diener und wird deutscher Meister im Schwergewicht. Im selben Jahr an gleicher Stelle werden der Demokratie Tiefschläge versetzt. Das Auftrittsverbot gegen Hitler ist aufgehoben. Seine erste öffentliche Rede hält er im Sportpalast. Dort spricht auch der rechtsradikale Pressezar Hugenberg. Er ist Vorsitzender der Deutschnationalen Volkspartei geworden und möchte den Reichstag für dessen entschiedenste Gegner öffnen, für die Nazis. Der Medienmogul in einem der ersten Tonfilmdokumente. Ich wünsche, dass die wirkliche Rechte wirklich mitregiert und dass wir im Reich und in Preußen eine vernünftige, vom Gifte des Marxismus freie, nationale Regierung bilden, die Deutschland wieder in Ordnung bringt. Nur wenige Zeitgenossen spüren, was in der Luft liegt. Der Regisseur Fritz Lang entwirft das bedrückende Bild einer Diktatur in einer hochtechnisierten Welt. Den Stummfilmklassiker Metropolis. Ganz weit unten schuften die Untermenschen und möchten doch so gern nach oben. Im echten Leben erhebt sich der Arbeitsmann am 1. Mai. So auch 1929. Die Kundgebung ist allerdings nicht genehmigt. Aus Angst vor bolschewistischen Umtrieben knüppelt die Polizei die Demonstranten nieder. Es folgen Maschinengewehre, Panzerwagen, spanische Reiter. Das Ergebnis? Über 30 Tote und etwa 250 Verletzte. Und weitere Polarisierung. Im selben Jahr ein weiteres Begräbnis, Gustav Stresemann. Allerdings bleibt er der Nachwelt weniger für seine Versöhnungspolitik im Gedächtnis als wegen des Gesellschaftsanzugs, den er mit Vorliebe trug. Gestreifte Hose, graue Weste, schwarzes Sakko. Der Stresemann eben. New York. Noch immer 1929. Der schwarze Freitag an der Wall Street stürzt die gesamte Weltwirtschaft in eine tiefe Krise. Firmen- und Bankenzusammenbrüche. Auch in Deutschland. Dort lebt das Trauma der Inflation wieder auf. Wieder einmal trifft es stark den Mittelstand. Aus gesicherter Existenz stürzt so mancher über Nacht ins Elend. Und der Arbeiter verliert wieder einmal die Arbeit. In Deutschland sind 6 Millionen Menschen beschäftigungslos. Da kommt die völkische Ideologie der Ausgrenzung anderer gelegen. Sie verleiht den Verlierern der Geschichte das fehlende Selbstwertgefühl. Die Reichstagswahl nach der Wirtschaftskrise, 1930. Die KPD beschwört die Einheit der Arbeiterklasse. Die SPD fürchtet einen revolutionären Umsturz nach dem Vorbild Russlands und lehnt jede Zusammenarbeit mit den Kommunisten ab. Die Nationalsozialisten versprechen ihren Wählern Arbeit und ein starkes Deutschland. Aus der zeitlichen Distanz erkennen wir, es ist die Wende von der Nachkriegs- zur Vorkriegszeit. Weimar ist die Zeit zwischen den Kriegen. Links und rechts außen sind die Gewinner der Wahl. Die Politik verlagert sich auf die Straße. Hermann Göring. Die NSDAP zieht mit 107 Abgeordneten in den Reichstag ein. Darunter auch ihr späterer Propagandaminister Josef Goebbels, hier noch ganz zivil und Weltmann. Schon 1932 werden die Deutschen aufs Neue zur Urne gebeten. Dabei kommt es zu einer Premiere für Presse und Publikum. In Bild und Ton. Zum ersten Mal gelang es,
eine Aufnahme des Herrn Reichspräsidenten bei der Ausübung seines Wahlrechts zu machen. Der Konservative hat bislang der Verfassung die Treue gehalten. Hitler, den er nur den böhmischen Gefreiten nennt, ist dem Ex-Feldmarschall zuwider. Noch macht der Kaiser Treue, ein wenig mürrisch zwar, eine gute Figur im Wahlkarussell der Republik. Aber wie lange noch? Der Letzte macht das Licht aus. Mit der Kumpanei der Rechten wird es finster im Reich. 1931 haben sie sich in der Harzburger Front formiert. Der Stahlhelm, ein rechtsradikaler Veteranenbund unter Düsterberg. Die Deutschnationalen unter Hugenberg, den wir aus dem Sportpalast kennen. Und die NSDAP Adolf Hitlers. Die Linke hingegen ist hoffnungslos zerstritten. Es geht nach rechts. Allerdings hat die extreme Rechte auch keine Mehrheit. Die demokratischen Parteien versagen. Hitler lehnt die Vizekanzlerschaft, die ihm Hindenburg anbietet, ab. Er will die ganze Macht. Gleich im November sollen schon wieder neue Wahlen sein. In der Zwischenzeit regiert die Straße. Die politischen Parteien, ob rechts, ob links, prügeln aufeinander ein. Der Staat ist nicht mehr Herr der Lage. Hindenburg, hier im Urlaub in Oberbayern, und die konservativen Kräfte im Reichstag sind bereit, sich nach rechts zu öffnen. Allen voran der neue Reichskanzler Franz von Papen. Nicht auf lange Sicht, als Zwischenlösung wünscht der Reichspräsident einen starken Mann in Amt und Würden, aus Angst vor dem Bolschewismus. Hitler gewinnt inzwischen durch unablässige Propaganda immer mehr Anhänger. Am 30. Januar 1933 wird er von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Flankiert von den Nationalkonservativen Franz von Papen und Alfred Hugenberg soll Hitler gezähmt werden. Stahlhelm-Funktionär Düsterberg warnt von Papen spöttisch vor dem Bund mit Hitler. Ich sehe schon, wie ihr eines Nachts in Unterhosen durch die Ministergärten vor der Festnahme flieht. Franz von Papen witzelt zurück. In kurzer Zeit haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Er soll sich gründlich täuschen. Mit der Machtergreifung ist die Demokratie im Würgegriff Adolf Hitlers.